Herzlich willkommen, ihr höchst fidelen Audio- und Tontechnik-Enthusiasten. Hier ist der Techboss und ich bin zurück mit einem unglaublichen, hammermäßigen Kopfhörer-Review exklusiv für euch. Die Firma Knowledge Zenith stellt Kopfhörer her, die von vielen gefeiert werden. Unter anderem diese hier, die KZ-HDSE Bluetooth-Kopfhörer. Zugegeben, der Name KZ ist gerade für den deutschen Markt leicht ungünstig gewählt, aber man kann eben nicht an alles denken, ne? Um Missverständnisse zu umgehen, werde ich den Namen einfach englisch aussprechen. Die Anschaffung dieser Hörer wird euch bei eurer ersten Million um zwischen 13 und 25 Euro zurückwerfen. Ich habe die Ohrstöpsel von techtest.org bekommen. An dieser Stelle ein dickes, fettes Dankeschön an den Michael, der die Seite betreibt. Die Seite solltet ihr euch auf jeden Fall mal ansehen, denn da gibt's richtig gute Blog-Style-Reviews zu, was man sich eigentlich überhaupt auch nur vorstellen kann, egal was. Gadgets, Handys, Tablets, Home and Garden, Skins für verschiedene Geräte, Netzwerk, Computer-Hardware, Ladegeräte, Powerbanks und sogar Bürostühle. Meine Fresse, macht euch am besten selbst ein Bild davon auf seiner Seite. techtest.org. So, genug gelabert. Let's get it on! Die KZ-HDSE kommen in schlicht schicker schwarzer Pappe mit Klarsichtdeckel verpackt bei euch an. Kein Schnulli, außer den Kopfhörern selbst, Ersatz-Silikonpinökeln in verschiedenen Größen und eine Anleitung und noch ein winzig, winzig kleines Ladekabelchen. Interessant finde ich, dass bei den KZ-Kopfhörern, und ja, ich habe inzwischen mehrere verschiedene, immer in der Anleitung steht, wie man sie einspielt. Allerdings denke ich, dass der Hinweis, 5 Minuten mit normaler Musik reichen, gelinde gesagt Bullshit ist. Nach mehreren Stunden auf mittlerer bis hoher Lautstärke verschiedenen Stilrichtungen hören, würde ich sagen, jo, jetzt sind sie eingespielt. Aber nicht nach 5 Minuten. Forget it. So viel dazu. Der integrierte Akku bzw. die integrierten Akkus, die sind nämlich in den Stöpseln integriert, bieten eine Kapazität von insgesamt 110 mAh. Damit lässt sich laut Anleitung auf jeden Fall 10 Stunden Musik hören. Und das kann ich bestätigen. Das funktioniert mindestens 10 Stunden. Ich glaube, ich habe sogar 12 Stunden geschafft. Leichte Abweichungen in Abhängigkeit von der Lautstärke sind also zu erwarten. Die HDSE sind mit einer mattschwarzen Soft-Touch-Gummierung versehen, was ihnen eine angenehme Haptik und coole Optik verleiht. Die Oberfläche ist auch nicht sonderlich empfindlich gegen Kratzer, was ich sehr begrüße. Die Verarbeitungsqualität geht vollkommen in Ordnung. Alles sauber, keine Macken, Ecken oder Kanten, die unangenehm auffallen. Der dunkelrote KZ-Schriftzug gefällt mir auch ganz gut. Das Kabel ist ca. 40 cm lang und stört so auch nicht beim Tragen. Es hat eine Gummiummantelung, was ich ebenfalls gut finde. Denn viele Hersteller setzen auf Silikonummantelungen, die anfangs zwar gut sind, sich aber nach längerem Hautkontakt gerne verhärten und brüchig werden. Das erwarte ich bei diesem Kabel hier allerdings nicht. Das Bedienteil ist in der Nähe des rechten Stöpsels zu finden und bietet drei Knöpfe. Der mittlere dient zum Ein- und Ausschalten und um durch längeres Drücken in den Pairing-Modus zu schalten. Außerdem kann man damit ein Telefonat annehmen, den Sprachassistenten starten, ein Telefonat beenden und die Musikwiedergabe starten und pausieren. Die beiden anderen Tasten dienen zur Lautstärkekontrolle und je nach Einstellungen der Musik-App zum Skippen der Musiktitel. Außerdem befindet sich auf der Vorderseite des Bedienteils eine versteckte LED, die durch das Gehäuse schimmert und anzeigt, wann das Ding eingeschaltet ist, wann der Akku leer ist, wenn es im Pairing-Modus ist und wenn der Akku leer wird. Außerdem dient es als Ladekontrolle. Konstantes rotes Licht bedeutet Laden. Dieses wird blau, sobald die Akkus voll sind, was ca. 2 Stunden dauert. Der Micro-USB-Ladeanschluss befindet sich ebenfalls hier an der Seite und wird durch eine kleine Gummikappe vor Schmutz und Feuchtigkeit geschützt. Diese Klappe gefällt mir nicht so besonders gut, weil sie sich nicht besonders weit wegklappen lässt. Nutzt man einen anderen Ladestecker als den, der dabei ist, dann wird das immer so ein bisschen schief im Anschluss sitzen. So, Akku voll, also ab in die Gehörgänge mit den Dingern. Was als allererstes auffällt ist, dass sie trotz der Größe angenehm leicht im Ohr sitzen, somit nicht stören und auch bei heftigeren Bewegungen nicht herausfallen. Dank der runden Form drückt auch bei längerem Tragen absolut nix. Schalten wir die Dinger nun ein, werden wir von einer weiblichen Stimme mit den Worten Power on begrüßt. Lassen wir unseren Finger auf dem Knopf verharren, ertönt kurz darauf Pairing. Und schon können wir unser Smartphone auf die Bluetooth-Schatzsuche schicken. Schnell sind die HDSE gefunden und verbunden, reibungslos und überraschend schnell dank Bluetooth 4.1. Die Verbindung steht stabil, Aussetzer hatte ich nur, wenn ich mich zu weit von der Signalquelle entfernt habe. In seltenen Fällen gab es Probleme bei der Verbindung, das ließ sich aber beheben, indem man bei den Verbindungseinstellungen am Smartphone die Medienwiedergabe deaktiviert und wieder aktiviert. Dann ging's.
Der Klang dieser Ohrhörer überraschte mich sehr. Ein ziemlich angenehmes Klangbild, was mir die Dinger da ins Gehirn drückten. Der Bass ist richtig ordentlich und kann am Handy per Equalizer richtig brutal aufgedreht werden. Das machen die HDSE ohne zu meckern mit. Beim Bass also von neutral bis vollkommen übertrieben, alles dabei. In der Grundeinstellung allerdings angenehm unaufdringlich. Der Mittentonbereich ist etwas unsauber. Stimmen werden leicht verfälscht wiedergegeben. Der Mittentonbereich lässt sich am besten als ganz leicht übersättigt beschreiben, was im Normalgebrauch aber nicht weiter auffällt. Die Höhen sind seidenweich und fügen sich toll ins Gesamtbild ein. Dreht man am Equalizer nun die Bässe und oberen Höhen etwas auf, kann man die etwas angehobenen Mitten gut neutralisieren und erhält ein richtig angenehmes Klangbild, das man den ganzen Tag im Ohr haben möchte. Ich habe, glaube ich, 5-mal hintereinander am Stück das Busta Rhymes Album The Coming angehört. Einfach weil der Bass und das dreckige Rap-Organ von Busta und die tollen seidenweichen Höhen der Kopfhörer das komplette Album nochmal eine ganze Ecke besser machen, als es sowieso schon ist. Die Kopfhörer haben eine tolle räumliche Darstellung, Stereo-Effekte machen richtig Laune und auch leise Details der Musik werden mit abgebildet. Alles in allem für das Geld wirklich rundum richtig gute Bluetooth-Kopfhörer. Natürlich findet ihr wie immer einen Link dazu in der Videobeschreibung. Tja, okay, damit wisst ihr Bescheid. Falls ihr das Video hilfreich fandet, klickt auf den Daumen-Hoch-Button. Falls ihr denkt, das war der größte Scheiß, haut auf den Daumen-Runter-Button. Ha! Ihr findet mich übrigens auch bei Twitter, Instagram und Fratzenbuch. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. So, herzlichen Dank fürs Zusehen. Mein Name ist Stefan, ich bin der Techboss. Schön, dass ihr hier wart, aber für heute bin ich raus. Ciao!